Assalamu alaikum und marhaban, meine lieben Freunde und Geschwister. Ich hoffe, es geht euch super und ihr habt fleißig geübt. Denn heute fügen wir zum Fetha, den wir letztes Mal hatten, und zwar ein L, Umlaut, ein Elif hinzu. Der Elif hat aber heute keine Haraka. Er hat keine Bewegung. Und somit, was machen wir? Wir verlängern den Buchstaben davor. Wie lang verlängern wir ihn? Nach einer Bewegung. Was bedeutet eine Bewegung, wenn wir zum Beispiel mit unseren Fingern zählen würden und sagen 1, diese 1, also diese Bewegung, sagt uns, dass es ausgereicht hat. Okay. Jetzt bitte ich euch, dass ihr vielleicht Stopp macht und es davor übt. Oder ihr könnt es so machen, dass ihr es euch jetzt anhört und dann nachher alleine nochmal liest. Ich hoffe, ihr liest mit mir laut, sodass ihr auch jetzt sofort auch gleichzeitig mitüben könnt. Und ich fange jetzt an. Das erste Wort heißt oder ist Dama. Okay? Gäbe es den Elif nicht, hieß es Dama. Aber wir sagen Dama. Der nächste Rama und nicht Rama. Zada und nicht Zada. Zara und nicht Zera. Zana. Zana. Ich wiederhole alles nochmal zweimal. Raha. Raha. Zaqa. Zaqa. Und wir achten auf den Qaf, dass wir nicht Kaf aussprechen. Nicht Zaqa, sondern Zaqa. Und auch nicht den ersten Buchstaben, den Zal, Za sagen. Zaqa. Okay? Die meisten Ausländer sprechen das R nicht aus, sondern benutzen immer den A. Keine Ahnung, von wo die es gelernt haben. Das nächste. Arada. Arada. Azaba. Azaba. Ashara. Ashara. Jaba. Jaba. طابة طابة طارة طارة فاتة فاتة ماتة ماتة أماتة أماتة أجابة أجابة أجادة أجاد أفات أفات أمال أمال قال قال ونشت قال قال. Wenn ihr den Qaf nicht richtig aussprechen könnt, dann empfehle ich euch, dass ihr den G als erstes benutzt. Ich kann es jetzt nicht mehr, aber ihr könnt es. Nur wenn ihr es als Kaf ausspricht. Okay? Qama. Qama. Qada. Qada. Shana. Shana. Kana. Kana. Ma jaa. Okay? Ma jaa. Hier diesen. Ein Zeichen ist ein Zeichen, dass wir hier den Buchstaben vier Bewegungen geben. Warum vier Bewegungen? Weil das nur im Koran. Aber wenn wir ganz normal mit den Menschen reden, dann ist es eben nur eine Bewegung. Okay? Mada qala. Mada qala. Ma qama. Und wenn ihr hier achtet, also wenn ihr hier jetzt den ersten Elif vergisst oder nicht ausspricht, dann kann man es schnell zu einer anderen Bedeutung führen. Und zwar, Maqama heißt, er ist nicht aufgestanden. Wenn wir aber sagen Maqama, dann heißt es der Ort. Okay? Maqana. Und genauso hier. Es war nicht. Maqana. Würden wir aber den Elif wieder wegmachen, Mekana, dann wäre es ein Ort.
Mashana, Mashana, Waada, Faraqa, Faraqa, Qabala, Qabala, Salaha, Salaha, Dahaka, Dahaka. Und somit sind wir mit dem Unterricht heute fertig. Leider habe ich keine anderen Wörter und deswegen bitte ich euch, dass ihr die Wörter halt nochmal alleine liest, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr in der U-Bahn seid, im Bus seid, sonst wo Zeit habt. Und ich hoffe, ihr übt fleißig und bis zum nächsten Video. Assalamu alaikum, ma'a salama und passt auf euch auf. سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى سرنا بعون الله منهاجنا.